Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Quest for Glory Teil 5. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben den Schatz der Hydra geborgen. Wir haben auch die Hydra erledigt. Die geköpfte Leiche der Hydra zischt, während das ausströmende säurehaltige Blut den Körper der Kreatur verätzt. Was wir allerdings wissen ist, dass die Hydra wieder auferstehen wird, aber dass es wahrscheinlich jetzt etwas länger dauern wird, bis sie wieder quasi ihr Unheil verbreitet. Ja, wir könnten jetzt zurückteleportieren, das werden wir auch machen. Dann können wir noch in die Taverne gehen, noch Sachen verkaufen. Wir haben auch das ja bekommen, und zwar Schuppen der Hydra. Die Schuppen der Hydra sind hart und scharf und fühlen sich ein bisschen ölig an. Und die Zähne der Hydra? Die Zähne der Hydra sind spitz wie Nadeln. Kein Wunder, dass ein Biss des Monsters so viel Schaden anrichtet. Ja, das Problem, was heißt Problem, die eine Sache ist die, wir haben eine Aufgabe von den Apotheker, die Drachen, die Schuppen eines Drachen zu bekommen für so einen, den einen Trank, den er noch machen kann. Ich frage mich, ob die Hydra zählt die als Drache? Ich hätte eigentlich fast schon gesagt ja, weil wenn das hier, wenn er sagt, er braucht die Schuppen und wir haben jetzt Schuppen, das würde doch eigentlich passen, oder? Hätte ich jedenfalls gesagt, dass das passt. Dann sollten wir zur Apotheke gehen. Hoppla. Und wir können noch ein bisschen Geld einzahlen. Wobei, das wollen wir sowieso noch machen, sobald wir den Gewinn eingestrichen haben. Wir könnten bei dir nochmal Amporen kaufen. Namaste. Was Neues? Nein, dann einkaufen. Dann holen wir uns nochmal 4 Amporen. So. Und das Bild haben wir ja auch schon gekauft gehabt. Das sollten wir eigentlich hier haben. Ah, genau. Wenn wir jetzt eh schon Geld haben, dann könnten wir auch noch das eine kaufen. Oh, hier scheint es was Neues zu geben. Nee, nicht wirklich. Okay. Etwas kaufen. Glücksbringer. Herrasring. Der hört sich nämlich wichtig an, meiner Meinung nach. Den sollten wir vielleicht noch kaufen. Okay. Alles klar. Dann haben wir den auf jeden Fall noch. Wie viel Geld haben wir da? Ja, die machen auch viel, viel Dings. Ja, dann lass uns doch noch ein paar. Ah, nee, das bringt's. Ja, doch. Ja, doch. Ah, da gibt's auch wieder was Neues. Es läuft ganz gut. Werdet ihr eine große Einzahlung machen, lief es noch viel besser. Ist doch klar, oder? Das ist die feinste Bank. Das ist eigentlich alles wieder selber. So, einzahlen, sagen wir mal 3000. Dann sollten wir jetzt auch wieder. Ja, es sollte wieder runtergegangen sein. Okay. Dann könnten wir bei dir noch diesen einen Zauber verkaufen. Da gibt's nichts Neues, okay. Dann verkaufen, und zwar diesen Schrumpfendings. Da wollen wir mal 150 für haben. Okay, dann gehen wir mal ziemlich runter. Perhaps we can agree upon this.
So? You are most reasonable. Perhaps we can agree. You are most reasonable. Ja, okay. Weiter geht er nicht. Alles klar. Den Dolch behalten wir. Ah, didam, didam, didam. Hast du jetzt noch irgendetwas Neues? Oh, wir sollten auch noch Ding machen. Moment. Nichts Neues. Einkaufen. Obst, Gyros, das ja. Die Schokolade haben wir ja. Und dann lasst uns mal eine Runde eine Stunde ausruhen. Ja, okay. Da kann man nichts machen, außer zuhören. Ihr wurdet verletzt. Erlaubt mir, eure Wunden zu heilen. Oh, danke schön. Das war's. Jetzt bist du wieder okay. Na, wie fühlst du dich? Ey, nett, dass du mal wieder reinschaust. Hast du was Neues? Nee. Bei dir was Neues? Auch nicht. Können wir dir die Schuppen einfach so geben? Wenn ich sie denn finden sollte. Da sind sie. Ich speichere hier lieber nochmal vorsichtshalber. Der Schuppen der Hydra sind Tat und Dings. Ich kann sie jetzt noch so verkaufen. Weil wenn ich es einkaufe, das sagt er ja, das geht. Der Gegengift geht, das geht. Sorry, I don't have any of that right now. Ja, die Schuppen eines Drachen. Das geht und das geht. Ja, okay, dann wollte ich dir eigentlich das ja verkaufen. Wenn ich sie jetzt verkaufe. Ich verkaufe jetzt mal nur 4 Stück. I can't do that. I don't have much margin as it is. Here's what I can afford. Okay. So, jetzt haben wir nur noch eine Schuppe. Aber kannst du jetzt, können wir jetzt von dir das Ding kaufen? Ha, jetzt geht's. Die zählen also als Dings. Okay, dann brauchen wir wahrscheinlich, ich weiß nicht. Die eine Schuppe behalten wir mal, falls wir sie doch noch brauchen sollten. Aber jetzt können wir auch einen Feuerschutztrank kaufen. Da holen wir uns vielleicht mal 4 Stück. Okay. So. Die tue ich wahrscheinlich dann einfach mal in die Truhe rein. Wenn wir wieder im Gasthaus sind. Ja, das ist doch schon mal gar nicht mal so schlecht, oder? Das ist doch wirklich schon mal gar nicht mal so schlecht. Mit den anderen Leuten reden wir überall mal, wenn das Ritus abgeschlossen ist. Aber jetzt... Was verkaufen? Das... Rüstungsklasse 25? Nee, der Ketten... Das Kettenhemd. Hä? Ich hatte doch... Moment. Das magische Kettenhemd? Hatten wir da nicht ein... Ach, war das nur ein Kettenhemd? Ach so, deswegen... Ich habe eigentlich gelesen, das Kettenhemd haben wir ja aus der Truhe von der Hydra rausgeholt gehabt. Und ich habe irgendwie gelesen, dass das magisch sein soll. Und deswegen hat mich schon gewundert, dass das schlechter als das ist. Aber es ist nur ein ganz normales Kettenhemd. Okay, dann können wir das auf jeden Fall verkaufen. Sagen wir mal für 100. So, wie sieht's denn jetzt aus? Ja... Ist doch gar nicht mal so schlecht. Der Ring der Könige, Ausdauer, das Bild, Steine, das Atlasarmband. Den Muschel weiß ich noch nicht, was wir mit der machen sollen, aber vielleicht brauchen wir so irgendwann. Genau wie das Bienenwachs. Der Wasser der Helikon haben wir noch. Den Energietrank, das magische Kettenhemd, den Clipper. Die Zähne gehen gleich weg, aber wir haben jetzt auch ein Seil. Feuerschutztränke und Herrasring. Okay. So, doch, jetzt müsste eigentlich da sein, fertig sein.
Dann lasst uns doch einfach mal unser Geld abholen. Und mal schauen, wer jetzt Champion ist. Und gleich natürlich Ding machen. 2000, ja, sehr schön. Elsa ist diesmal Champion. Sehr schön. Wir fordern sie natürlich heraus. An Tag 20 diesmal. Gut, dann haben wir also jetzt diesen Tag mit Upload. Gord, Magnum ist natürlich weg, weil Magnum tot ist. Das heißt, dieser Kampf ist hier weg an Tag 18. Und Toro haben wir dann noch gegen... ich meine, es ist relativ klar, wer gewinnen wird. Ich glaube, das sind auch die Wetten. Ja. Dass Elsa gegen Upload gewinnen wird, gegen Gord und gegen Toro, ist eigentlich relativ klar. Ich glaube, Elsa ist nach uns die weit stärkste. Ja, auf jeden Fall, wir haben jetzt Tag 20, wo wir gegen sie kämpfen werden. Dann können wir hier nochmal rausgehen. Ist vielleicht dieser Ferraro noch da, dass wir nochmal mit dem reden können? Den mit dem konnte ich nämlich letztens nicht reden, weil er nicht da war. Oh, und dann könnten wir doch auch mal die Aura erkennen anmachen. Ist nicht da. Ja, okay. So viel dazu. So rum. Dann gehen wir zur Halle der Könige und geben das Ding ab, oder? Oder schauen wir uns das Spiel des Dings von Ding an. Den Kampf. Gehen ins Bett und machen das erst am nächsten Tag. Um ein bisschen Zeit zu vertrödeln, bis unser Kampf wieder anfängt. Das könnte man natürlich auch machen. Da sollte es nichts Neues geben. Wisst ihr was? Das machen wir. Wir müssen ja auch ein bisschen die Zeit noch ein bisschen vertrödeln quasi. Bis unser Kampf anfängt. Und so können wir auch nochmal mit Elsa reden. Das ist vielleicht auch keine so schlechte Idee. Guten Abend. Tonight I am to fight one of Guten Abend. Heute wird einer von Ferrocks bulligen Kerlen dran glauben müssen. Ich denke nicht, dass es ihm gefallen wird. Klug von euch, den Kampf anzuschauen. Es ist immer klug, seine Konkurrenten in Aktion zu sehen. Nicht? Ich bin in dieser Arena, um Silmaria zu beweisen, dass ich eine Kriegerin bin. Ich bin in Marette, um Silmaria zu beweisen, dass ich Königin sein werde. Ihr wisst aus Erfahrung, dass ich gut kämpfen kann. Ich habe meine Fähigkeiten seit unserem Treffen in Spielburg erheblich verbessert. Guten Abend, ich hoffe, der Kampf wird euch gefallen. Ich bin mal gespannt, aber es sollte eigentlich relativ einfach sein. My greetings to all of you. On this night. Heute Abend wird uns eine höchst ungewöhnliche Kombination von Schönheit und Kampfkunst beschert. Eine Adelsperson aus der Grafschaft von Spielborg. Ich rufe Elsa von Spielborg zum Kampf. Ich, Elsa von Spielborg, werde auf den Schlachtfeld zeigen, was ich kann. Die Spitze der Stadtwachen von Resia trifft heute heute Abend gegen unseren Champion an. Auf in den Kampf, Abloed. Abdul. Ich denke, es ist relativ klar, wer gewinnen wird. Du haben gemacht, böses Fehler. Du und ich gehören hierher. Jetzt ich dich erwischen und hacken in kleine Teile. Möge der Kampf beginnen.
Ja, ziemlich, ziemlich eindeutig. Ziemlich eindeutig. Also Elsa hat bisher noch jedes Ding gewonnen, genau wie wir. Der Sieger dieses schauspielkriegerischen Könnens ist Elsa von Spielberg. So, jetzt ist es abends, dann gehen wir jetzt ins Bettchen. Und am nächsten Tag gehen wir, das ist dann Tag 17, gehen wir Bank vorbei. Geben nochmal ein bisschen Geld ab, damit unser Gewicht ein bisschen nicht mehr so belastet ist. Und danach geben wir die Zähne der Hydra am Ding ab und gewinnen quasi den Retus 3. Und dann müssen wir mal schauen, ob es irgendwie was Neues gibt. So, Tag 20 ist bei uns wieder. Wo der dritte Dings losgeht. Heute gibt's Hummersuppe. Robert braucht einen riesigen Hummer fürs Abendessen, aber Tessie Schatz wollte den lebenden Hummer nicht ins kochende Wasser werfen, also beschlossen die Küche, ihn mit Alkohol zu betäuben. Dann stimmten sie alle ein Wiegenlied für den Hummer an. Als Tessie nach dem Bierfass griff, stieß sie den Mehl um und daraufhin war alles mit einer weißen Schicht überzogen. Sie badeten den Hummer und tranken Bruderschaft mit ihm, weil er so ein netter Kerl war, ließen sie ihn frei. Dann kochten sie die Suppe aus seinem Badewasser. Ihr esst schnell auf und tröstet euch damit, dass ihr wenigstens nichts dafür bezahlt habt. Das Badewasser des Hummers. Ah, halt. Gibt's was Neues? Nein, gibt es nicht. Okay. Dann wollen wir das Ding abgeben. Bin ja mal gespannt, was der nächste Ritus sein wird, den wir erledigen müssen. Und ob alle noch da sein werden. Ah, halt. Erstmal will ich noch Geld auf der Bank einzahlen. Ich glaube ja nicht, dass nochmal ein Banküberfall kommen wird. Das wäre ein bisschen blöd. So, nochmal einzahlen von 3000. Halt. Nee, nicht alles, aber... Hallo? So, jetzt aber. Oh je, wenn jetzt nochmal das Banküberfall kommen sollte und das ganze Geld wäre weg, dann würde ich schreien. Oh, aber sowas von. So, dann... Die Zähne. Ihr habt euch das Recht verdient, die Fähigkeit Gott. Ihr habt den Tapferkeitsritus bestanden. Wir rufen alle zur Halle der Könige. Die Hydra wurde besiegt. Das Feuer und das Gift ihrer vielen Köpfe. Es gibt sie nicht mehr. Hier steht der Mann, der diesen schrecklichen Kreatur entgegentrat. Hier steht der Mann, dessen Mut obsiegt hat. Hier steht der Prinz von Shapia. Und so endet nun der Tapferkeitsritus. Ihr werdet entlassen, um euch für den nächsten Ritus auszuruhen. Daraufhin kehrt ihr in die Halle der Könige zurück. Die Hydra ist tot und ihr Schrecken hat ein Ende. Für sein Reich nimmt ein Herrscher Gefahren auf sich. Ein tapferer Mann blickt den Tod furchtlos ins Auge. Durch manche Dinge schrecken selbst den tapferen Mann.
Geh zur Insel Delos. Sucht dort die Sibylla, die Prophetin, die das Netz des Schicksals kennt. Spricht mit ihr und konfrontiert euch mit eurer Zukunft. Kommt mit dem Beweis eurer Selbstfindung wieder. Das ist abergläubischer Unsinn. Wir werden diesen Nonsens nicht mitmachen, Hexen, die in die Zukunft sehen. Ha! Gott ist ein Produkt der Wissenschaft und hat keine Zeit für Schwindelei einer Seherin. Dennoch ist das der Schicksalsritus. Zieht aus und findet euer Schicksal. Wir Wachen eskortieren euch raus. Palast, okay. Das Schicksalsding. Ich will mal unsere Punkte nochmal anschauen. Was haben wir eigentlich? Ring der Wahrheit, Arrestes, Hydra, auf Hydra gelangen, Ausdauerpillen, Ballonbild, Bankraub, Dorf Nexus, Erasmus, Beweisstück bringen, Federn am Rahmen, Festung der Eindringlinge suchen, Forscherinsel besuchen, Gegengiftpille, General besiegen, Heilpillen, Helikon Wasser besorgen, Hydra Schuppen und Zähne, Icarusflügel herstellen, im Drachenfeuer geschmiedet, Yulana von Arrestes erzählen, die Karte Logbuch unterzeichnen, mystische Magneten kaufen und verwenden, Rakesh heilen, Ring in das Blut des Paladins tauchen, Ring von Logos besorgen, die zwei Pizza geben, den verlorenen Korb zurückbringen, Schild des Generals bringen, Schwimmlehrbuch lesen, Siegel besorgen, Siegel von Naxus besorgen, Wachs auf Flügel anwenden, Wasser des Helikon geben, Windschutzschleim. Ist das der Clipper, den wir da schon hart gesucht hatten? Wissenschaftseignungstest, wissenschaftliches Labor und zum Herrschaftsritus anmelden. Das sind unsere Sachen, die wir jetzt gerade haben. Okay, wir sollten jetzt auf jeden Fall mit allen nochmal reden, bevor wir irgendetwas machen. Ich gehe jetzt erstmal hin und schau mal, ob wir jetzt wieder zu Erasmus kommen. Ob das jetzt wieder geht. Ich habe aber, ganz ehrlich gesagt, keine so große Hoffnung. Nichts geschieht. Nee, wir kommen weiterhin nicht dahin. Schade. Dann will ich noch mal schauen nach Delos, hieß es. Delos ist hier, diese Insel da drüben. Keine Ahnung, ob der Fischer da hinfährt oder nicht. Das könnte man natürlich mal ausprobieren, aber ansonsten sieht es eigentlich nach einem relativ einfachen Ritus aus. Ja, wir werden es erfahren, wir werden es noch erfahren. So, Pinnwand. Stand der Tapferkeitsritus. Talada ist Sieger dieses Ritus. Derzeitiger Stand bei den Herrschaftsräten Talada, Elsa von Spielbeug und Gord. Das heißt, wir haben... Ja, genau. Das ist dann der erste gewonnen, zweite gewonnen, dritte gewonnen. Das heißt, jetzt fängt der vierte an. Sehr schön. Ich glaube, es hieß, 5 Dinger müsste es geben, oder? Die hesperianischen Söldner wurden von unseren Küsten vertrieben und die Anführer konnte dank der Teilnehmer an den Herrschaftsräten besiegt werden. Aufgrund der massiven Angriffe der Tritonen auf Schiff und Booten sind Seereise weiterhin nur beschränkt möglich. Ja, das könnte sein, dass es heißt, dass wir da auch nicht so hinkommen nach Delos mit dem Fischerboot. Könnte sein, dass das so das bedeutet. Ritus des Schicksals. Die Teilnehmer haben die Aufgabe, nach Delos zu reisen und die geheimnisvolle sibyllinische Hexe zu finden, welche die Zukunft weissagt. Sie sollen ihr Schicksal erfahren und einen Beweis vom Orakel mitbringen. Okay, ansonsten scheint es hier erst einmal nichts zu geben. Bank müssen wir, denke ich, nicht gehen. Hast du irgendwie was Neues? Welcome, friend. Du hast nichts Neues. Was ist mit dir? Du hast anscheinend was Neues. Auf dem schwarzen Brett stand, dass ihr nach eurem Schicksal sucht. Hoffentlich ist es nicht so gut versteckt. Mir geht's wieder besser. Früher bin ich immer morgens von der Stadt gejoggt, aber das wurde mir zu gefährlich. Nachdem ihr die Soldaten vertrieben habt, kann ich meinen Reis wieder abtrainieren.
Nach euren letzten Treffen in der Halle der Könige gab es wohl einigen Ärger. Dr. Möbius, der Wissenschaftler, war mit dem Schicksalsritus unzufrieden und hat diesem Gott gesagt, dass etwas passieren muss, dass der nächste Wettbewerb mehr in seinem Sinne verläuft. Die Kriegerin Elsa hat sich auch über Minos beschwert. Anscheinend wollte er Elsa direkt auf die Insel Delos bringen, aber Elsa wollte selbst den Weg dorthin finden. Sie sagte, dass sie keine Befehle von ihm entgegennimmt. Er sagte noch nicht, und sie war sauer. Das ist alles sehr interessant, oder? Ja, da hast du recht, mein Freund, da hast du recht. Ich habe einmal einen Mann fliegen sehen, ohne Flügel oder Magie. Ich habe ein Bild davon gemalt, um zu beweisen, dass es tatsächlich stimmt. Und trotzdem glauben mir die Leute immer noch nicht. Ja, das Bild haben wir ja gekauft von dir, mein Freund. Aber wenn du das jetzt so nochmal erwähnst, also die Gespräche waren ja hier alle neu, und wenn du jetzt nochmal das Fliegen so erwähnst, heißt es, wir müssen einen Heißluftballon bauen? Sollten wir uns im Kopf bewahren, dass da vielleicht was sein könnte. Falls es mit dem Schiff nicht klappen sollte. Heilige Kuh, ich wusste nicht, dass es so schwer ist, das Schicksal zu finden. Ich dachte immer, dass die Zukunft kommt, ob man will oder nicht. Viel Glück bei eurer Suche nach dem Schicksal. Man baut die Zukunft auf das, was man heute tut. Namaste. So, und ein bisschen überzogen habe ich wieder. Dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. In der nächsten Folge reden wir mal mit den ganzen Leuten nochmal. Und dann, ja, schauen wir mal. Ich könnte mir vorstellen, am Tag 18 müssen wir mal mit dem Fischer reden, ob der uns dahin fährt, ob das geht. Oder wir probieren es aus, falls wir wieder reinsteigen können ins Boot. Das müssen wir ausprobieren. Aber irgendwie habe ich, wie gesagt, bezweifle ich, dass das klappen wird. Dass wir so wie mit den Icarus-Flügeln dahin gelangen müssen. Nicht umsonst wird ja auf diesem schwarzen Brett so eine Nachricht sein. Aber ich will trotzdem erstmal mit dem Fischer reden. Aber das müssen wir ja eh erst am Tag 18 dann machen können. Na gut, wie dem auch sei. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.